Herrlich, sage ich Ihnen, herrlich. Nur Sie und Ihr Golfschläger inmitten einer traumhaften Landschaft und neben Ihnen rauscht der Golf von Kalifornien. Einfach sagenhaft. Wir machen nächstes Jahr Fancourt. Wir freuen uns schon drauf. Meine Gattin und ich waren vor ungefähr 10 Jahren dort. Es war recht nett. Waren Sie von dem Matauri Bay? Die kleine Gruppe, die sich um eine der Stehtische im Festsaal des Presseclubs Concordia postierte, bestand aus 5 Personen. Abgesehen von meiner Wenigkeit handelte es sich um Hofrat Clemens Sobieski, Generaldirektor des Austrian Institute for Safety and Peace und eindeutigen Rudelführer der Runde. Neben ihm stand in ehrfürchtiger Pose sein strebsamer blonder Adlatus Oliver Grasl, den ich aus bald verständlichen Gründen für die Restdauer dieser Erzählung als Schleimspur-Olli bezeichnen werde. Kommerzialrat Hans-Jürgen Rehor war der österreichische Handelsvertreter des Rüstungskonzerns Henrik Arms. Vervollständigt wurde die Runde schließlich von Magistra Doris Havlicek, die nicht völlig unbekannte Mitarbeiterin des Auslandsressorts der österreichischen Tageszeitung Der Rosé. Derartiges wusste ich lediglich deshalb so genau, weil ich mich bei den Herrschaften vor einer Viertelstunde als HTAC-Mitarbeiter vorgestellt hatte. Visitenkarten wechselten die Seiten. Die daraufstehenden Namen, Arbeitgeber und Stellenbezeichnungen hatte ich dann einige Minuten später, inklusive prägnanter Aussehensmerkmale, diskret per E-Mail an Katis Mobiltelefon gesendet. Deshalb wusste Kati von allen Kongressgästen stets treffsicher Who was who. Private Details konnte sie wie eine alte Vertraute abrufen, um schnell ins Gespräch zu kommen. Bald darauf kam sie auch schon gut gelaunt und unterbrach unser Schwätzchen. Guten Morgen, lächelte sie. Katharina Lichtenfels, ich freue mich, Sie im Namen des High Tide European Center for Defense and Security begrüßen zu dürfen. Form vollendet, bot sie als ersten Hofrat Sobieski ihre Hand, auf der sich der edle Lichtenfelsche Familienring befand. Dass Sobieski der Leithammer der Gruppe war, hatte ich Kati bereits auf digitalem Wege mitgeteilt. Herr Hofrat Sobieski, es freut mich ganz besonders, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Unsere beiden Vorgänger standen sich ja sehr nahe. Gerald hat mir oft von Ihnen erzählt, weshalb ich Sie schon lange persönlich kennenlernen wollte. Ich bewunderte aufs Neue die Leichtigkeit, mit der Kati über ihre völlig frei erfundene Vergangenheit plauderte. Zwar war das Risiko, dass ein Bekannter sie entlarvte, gering. Als Daytrader arbeitete Kati von zu Hause aus und begegnete bei der Arbeit nur wenigen Menschen von Angesicht zu Angesicht. Und weil wir Wiener im Gespräch lieber darüber reden, was wir selbst machen, als was die anderen machen, wussten die allerwenigsten ihres Bekanntenkreises, womit sie ihren Lebensunterhalt all die Jahre bestritten hatte. Finanzexpertin, Thinktank-Mitarbeiterin Osterhase. Hauptsache, sie hatte einen Doktortitel. Trotzdem hätte ich selbst zu so einem Schmäh niemals den nötigen Mumm aufgebracht. Das ist sehr freundlich von Ihnen, meine Gute, nahm Sobieski Katis Hand gönnerhaft entgegen. Sie schenkte Sobieskis Hochnäsigkeit keinerlei Aufmerksamkeit und setzte verbindlich fort. Wie geht es Gerald eigentlich? Sie meinte damit Gerald Sekira, Sobieskis Vorgänger im Austrian Institute for Safety and Peace. Gesundheitlich leider nicht allzu gut, erwiderte Sobieski. Das wussten wir bereits. Nachdem die Gästeliste unserer Konferenz feststand, hatten wir eine umfassende Hintergrundrecherche aller heute anwesenden Personen vorgenommen. Zu behaupten, dass es Gerald Sekira gesundheitlich nicht allzu gut ging, war eine in etwa ähnlich starke Untertreibung, als würde man feststellen, dass Pompeji seinerzeit ein Feinstaubproblem hatte. Sekira litt seit Jahren an schwerer Alzheimer-Demenz und residierte im Pflegeheim Hale Nohea auf Hawaii. Das war für den armen Mann unschön, aber es minderte seine Möglichkeiten, Katis frei erfundene Anekdoten zu widerlegen, beträchtlich. Das tut mir aber leid, antwortete Kati einfühlsam. Gerald ist ein echter Charmeur gewesen. Nach einer kurzen Ehrfurchtspause für den Ehrenmann setzte sie fort. Er besuchte uns häufig in Schottland. Es gab diplomatische Anlässe, gewiss, aber ich glaube, ihn hat vor allem seine Golfleidenschaft zu uns getrieben. Ich habe mit ihm sicherlich einige meiner allerschönsten Turniere gespielt.
Kathi, die in ihrem bisherigen Leben bestenfalls einen Minigolfschläger in die Hand genommen hatte, blickte in die Runde. Golfen Sie? Das war natürlich ein Thema, für das sich Sobieski erwärmen konnte. Zufälligerweise sprach man gerade von meiner jüngsten Golfreise. Zufällig war daran gar nichts. Zu den Nachrichten an Kathis Handy gehörten die aktuellen Gesprächsthemen der jeweiligen Gruppe. Wirklich? Dann sollten Sie unbedingt einmal nach Cabo del Sol reisen. Ich war im vergangenen September mit Tiger Woods dort und von der Schönheit der Landschaft überwältigt. Na, das ist aber jetzt frappierend, blinzelte Sobieski Kathi verwundert an. Ha, genau das habe ich der Runde gerade erzählt. Es ist ein sagenhafter Golfplatz. Leider sind die Einheimischen nicht sehr weltgewandt. Ich sehe, Sie haben einen exzellenten Geschmack, lobte Kathi. Schleimspur-Olli nickte beipflichtend. Bei solch unverschämter Bauchpinselei blieb Sobieski gar nichts anderes übrig, als zumindest etwas Interesse für die anstehende Konferenz vorzutäuschen. Ich nehme an, die Vorbereitungen für die Tagung waren recht anstrengend. Nicht wirklich, antwortete Kathi zwanglos. Dadurch, dass wir gleichzeitig den Wiener Standort aus der Taufe heben, war es hektischer als sonst. Aber unsere Mannschaft ist schon so eingespielt, dass sich solche Konferenzen wie von selbst organisieren. Unsere eingespielte Mannschaft, diese bestand neben Kathi und mir aus der arbeitslosen 53-jährigen Sekretärin Susi Mewald, die wir über das Internetportal Xing gefunden hatten, hatte vor lauter Arbeit in den letzten 7 Tagen nicht mehr geschlafen. Gestern Vormittag war Susi vor Erschöpfung sogar einem Heulkrampf erlegen und musste von der Rettung ins psychiatrische Krankenhaus am Steinhof gebracht werden. Allerdings, schränkte Kathi ihre vorige Aussage ein, musste ich während der Vorbereitung häufig an Rodecan denken. Das ist der Schafszüchter. Das wird die erste HTEC-Konferenz seit 30 Jahren sein, an der er nicht teilnimmt. Sie können sich alle vorstellen, dass man nicht gerade im Vorübergehen in die Fußstapfen eines derart visionären Vorgängers tritt. Sie werden das bestimmt bravourös meistern, sprach ihr Schleimspur Olli seine Zuversicht aus und spuckte dabei versehentlich auf den Tisch. Herzlichen Dank, Sie Guter, sprach Kathi Sobieski an, der mit dem Lob nichts zu tun hatte. Trotzdem führt einem der Tod eines Mentors die Vergänglichkeit aller Dinge vor Augen. Vor vier Monaten war er es, der am Podium stand. Ich erinnere mich genau, wie er mit seinem unnachahmlichen schottischen Dialekt die steuerliche Benachteiligung privater Rüstungshersteller in Europa anprangerte. Der letzte Satz war dem Henrik Arms Vertreter Kommerzialrat Rehor gewidmet. Und jetzt, sie deutete in Richtung des Konferenzsaals, so als ob Rodecan Brennish gleich durch die Tür wanken würde. Hier fragte die nicht völlig unbekannte Journalistin Frau Magistra Havlicek nach. Sie meinen, die HTEC-Tagung in Sofia war seine letzte? Aha, da hatte doch tatsächlich jemand seine Hausaufgaben gemacht und in unseren alten erfundenen Pressemitteilungen recherchiert. Genau, bestätigte Kathi, es sollte sein allerletzter öffentlicher Auftritt werden. Er war ein Mann von Format, sinnierte Rehor nachdenklich. Dem Kaufmann sagte Rodecan Brennish die Einstellung zur Besteuerung von Rüstungskonzernen zu. Das war er in der Tat, erhob Sobieski seine Stimme. Dass jemand in der Runde einen allen Anschein nach wichtigen Menschen besser kannte als er, das durfte nicht sein. Ich habe während unserer gemeinsamen Treffen immer wieder neue Einsichten gewonnen, fügte er hinzu. Schleimspur Ollis Kopf schnallte heftig auf und ab, als ob er bei diesen Treffen anwesend gewesen wäre und von den brennischen Eingebungen auf ähnliche Weise profitiert hätte wie Platon von denen des Sokrates. Das ging jedem so, der Rodecan näher kannte, versicherte ihnen Kathi. Aber wissen Sie, das war nur die eine Seite. Sicher, es gab den Mythos Rodecan Brennish, der Mann, der es wie kein zweiter verstand, geopolitische Entwicklungen punktgenau einzuschätzen und den Regierungen zu erklären, wie sie darauf zu reagieren haben. Abseits des Scheinwerferlichts gab es auch einen anderen Rodecan Brennish, einen warmherzigen Familienmenschen, mit dem man herrlich lachen konnte. Kathi drehte sich zu Sobieski und musterte ihn verschwörerisch. Gerald hat ihnen ohne Zweifel über das verrückte Abenteuer mit François Hollande bei der Münchner Sicherheitskonferenz erzählt.
dass es völlig unmöglich war, dass Gerald Sekira so etwas je getan hätte, hielt Sobieski in keiner Weise davon ab, die Frage mit einem besonnenen Mann von Weltnicken zu bestätigen. Gewiss doch, er erinnerte sich genau. Kathi fuhr fort. Es ist naheliegend, dass man in meinem Job Politiker auch off the records kennenlernt, aber so etwas Skurriles habe ich nie wieder erlebt. Olli nickte blubbernd. Was ist denn passiert? Nun, die Geschichte ist inzwischen verjährt, also darf ich sie Ihnen guten Gewissens erzählen. Sie trug sich vor etwa 10 Jahren im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz zu. Rodekin, Gerald und ich saßen noch abends mit Barack Obama, der ja zu Rodekins engsten Freunden zählte, in unserer Hotelbar. Wir leerten die Portreserven des Bayerischen Hofs. Unerwartet stieß François Hollande zu uns. Er kam gerade von einer Verhandlung mit russischen Ölmagnaten zurück. Mit den Russen hatte er bereits einige Stolichnaier über den Durst getrunken. Da er am nächsten Vormittag der Hauptredner war, rieten wir ihm nach einigen Gläsern zur Nachtruhe. Er verabschiedete sich und wir unterhielten uns weiter. Nach etwa einer Viertelstunde erschien der Hotelconcierge und reichte Barack das Telefon. François hatte nach ihm verlangt. Barack nahm den Hörer entgegen, lauschte einige Sekunden und sah uns dann verdutzt an. Er legte auf. Barack erzählte uns, dass François wiederholt: Vite, vite, j'ai sauvé l'euro! Also schnell, schnell, ich habe den Euro gerettet, in den Hörer gerufen hatte. Wir konnten uns keinen Reim darauf machen und führten die Aussage auf François' Zustand zurück. Nach 20 Minuten kam aber der Concierge erneut mit dem Telefon. Wieder rief uns François die gleichen Worte zu. Gerald meinte, dass man doch mal nach ihm sehen sollte. Und da es ohnehin spät war, standen wir auf. Die drei Herren suchten François' Suite auf. Stellen Sie sich vor, was Sie dort vorfanden. Nun kam Unruhe auf. Was denn? Fragte Schleimspur Olli aufgeregt. Kathi hatte die kleine Gruppe in ihren Bann gezogen. François öffnete die Zimmertür. Als er die drei vor sich sah, freute er sich wie ein Kleinkind und begann auf seinem Bett auf und ab zu springen. Dabei wiederholte er stets mit Begeisterung dasselbe Mantra. J'ai sauvé l'euro, j'ai sauvé l'euro. Niemand verstand Kathi, aber alle grinsten anerkennend. Gleichzeitig hörten die drei gedämpfte, wütende Schreie, die aus dem Badezimmer schallten. Sie sahen, dass François Hollande die Badezimmertür mit allerlei Möbelgegenständen aus der Suite verbarrikadiert hatte. Rasch entfernten Rodekin, Burke und Gerald die Möbelstücke und befreiten den unfreiwilligen Gast. Dann sahen sie es. Kathi pausierte kurz, um die Spannung weiter anzufachen. Wen? Zauberte Schleimspur Olli vor allem eine große Fontäne direkt auf den Tisch. Fangen Sie doch! In der Hoteleingangshalle hatte der damals amtierende Präsident Frankreichs Angela Merkel gesehen. In seinem Rausch hat er sie entführt und in seinem Badezimmer eingesperrt. Die Runde brach in ungläubigen Gelächter aus. Das gibt es nicht, stellte Rehor zutreffenderweise fest. Sagenhaft, stimmte die nicht völlig unbekannte Journalistin Magistra Havlicek mit ein und machte sich eine mentale Notiz der Episode. Unglaublich, sabberte schließlich Schleimspur Olli. Das Seltsamste an der ganzen Geschichte ist, dass nachdem Burke und ich mühevoll einen diplomatischen Eklat allererster Güte verhindert hatten, François fröhlich einschlief und am nächsten Morgen eine der besten Reden zur Lösung des Nahostkonflikts hielt, an der ich je mitarbeitete. Abermals ging ein beschwingtes Lachen durch die Runde. Ja, das waren nur Zeiten, sinnierte Sobieski rückblickend. Gerald und ich haben über diese Geschichte oft herzlich gelacht. Das waren schöne Tage. Wissens, setzte er nun leutselig fort, es ist ja wirklich schon lange an der Zeit, dass HTEC endlich einen österreichischen Standort eröffnet. Ich frage mich seit Jahren, warum ihr nicht schon längst vor Ort seid, hier an der Schnittstelle zwischen Ost und West. Brennisch hätte sich doch bestimmt nichts sehnlicher gewünscht als das. Das ist sehr freundlich, bedankte sich Kathi. Österreich stand ohnehin viele Jahre auf unserer Wunschliste. Sie selbst wissen nur zu gut, wie politische Hintergründe eine gute Sache oft in die Länge ziehen können. Oh ja,
bestätigte Sobieski im konspirativen Tonfall. Das weiß ich nur allzu gut. Zu diesem Zeitpunkt gesellte sich eine unserer Hostessen zur Runde. Sie unterbrach das Gespräch und verkündete aus voller Kehle, dass der ungarische Verteidigungsminister Radwanyi in wenigen Minuten im Eingangsfoyer des Presseclubs eintreffen würde. Ihr lautstarker Tonfall war nicht das Ergebnis einer ungehobelten Kinderstube, sondern die Folge einer ganz klaren Anweisung Katis, ihr alle politische Größen des Tages möglichst unüberhörbar anzukündigen. Kathi bedankte sich bei dem Mädchen und wandte sich wieder unserer Gruppe zu. Bitte entschuldigen Sie mich, ich muss Gyula beim Empfang treffen. Allein verirrt sich der Bengel ja in seinem eigenen Wohnzimmer. Darauf ging sie ein paar Schritte zur Empfangshalle. Den Ratschlag, den uns Madeleine Petrovic einige Wochen zuvor gegeben hat, berücksichtigten, drehte sie sich dann doch nochmals um und sah ausdrücklich zur Der Rosé-Redakteurin Havlicek. Vielleicht haben wir zwei nach der Konferenz noch die Möglichkeit, ein wenig zu plaudern. Ich habe da einige Hintergründe zum heutigen Tag nur für Sie. Unbedingt, rief Hofrat Sobieski aus, als ob die Einladung ihm gegolten hätte. Und zum Mittagessen müssen wir unbedingt auf den Euden anstoßen. Überhaupt sollten Sie wissen, dass ich sehr wichtig bin. Ich bin auch wichtig, stellte Rehor fest. Und ich wäre es doch so gern, resümierte Schleimspur Olli. Verzeihen Sie mir, die letzten drei Wortmeldungen habe ich nicht wort-, sondern sinngemäß wiedergegeben, da ich mich an den genauen Wortlaut nicht mehr erinnern kann. Es folgten Ministerreden, Panel-Diskussionen, Networking-Kaffeepausen, kam Kathi vorbei, erschallte es stets, wie interessant. An jeden Tisch zog sie mit Hilfe meiner E-Mails und ihrer frei erfundenen Anekdoten eine neue Gruppe in ihren Bann. Bis zum Mittagessen gab es kaum noch einen Konferenzteilnehmer, der sich noch nie mit Rhoda Kenbrennish über Sicherheitsfragen beraten hatte, der mit dem alten Haudegen noch nie den einen oder anderen guten Scotch gekippt hatte. Zum Nachtisch stand Sobieski auf und bestand pietätvoll auf eine Schweigeminute für seinen lieben Freund Rhoda Ken. Der Rektor der Universität Wien setzte eins drauf und meinte, man müsse Brennish posthum eine Ehrenprofessur verleihen. Somit hatte die Konferenz zwei unserer drei Tagesziele erfüllt. Die Wiener Opinion Leaders hatten das HTAC als renommierte internationale Instanz angenommen. Nach den vielen kleinen Anekdoten, die sich das Publikum gegenseitig erzählt hatte, würde sich keiner mehr die Blöße geben, einzugestehen, dass er die Buchstabenfolge HTEC bis vor wenigen Wochen noch nie gehört hatte. Wir standen nun in einer Reihe mit UNO, OSZE und OECD. Zweitens trugen die Gäste mit ihrer Teilnahmegebühr zu einer dringend benötigten Aufstockung unserer Kriegskasse bei. Bei mehr als 400 Gästen, einer Teilnahmegebühr von 800 Euro und Gesamtkosten von 120.000 Euro hatten wir am heutigen Tag einen fetten Gewinn bekommen.